Hallöchen und herzlich willkommen wieder einmal zurück hier in Pineview Drive, Tag 18. Boah, und allmählich, also es ist halt jetzt sehr, sehr optimistisch geredet, allmählich neigt sich das Spiel aber dem Ende zu. Ne? Tag 18 von 30. Wir haben schon mehr als die Hälfte. Boah, hier, ich will nicht. Okay. Heute ist es wieder ganz, ganz grausig. Das ist für mich eine neue Aufnahmesession, Leute. Und die letzte Tür der letzten Folge, Leute, war doch das mit der Küche. War das die zweite Küche, da wo wir erschossen wurden? Also, ich nehme an, wir sind da erschossen worden durchs Fenster. Und im letzten Brief ist gestanden, dass die Linda voll geschrien hat und so. War nicht die Linda. Ja doch, Linda, passt schon. Oh Gott, jetzt hätte ich fast den Namen vergessen. Linda heißt doch die, ja. Und die Linda hat voll geschrien, weil sie die Vogelscheuche gesehen hat. Durchs Fenster. Und das bedeutet jetzt für mich, dass ich durch kein Fenster mehr schaue. Und jedoch sollte es jetzt heißen, ich muss rausgehen zur Vogelscheuche. Ey, das ist voll doof. Seid ihr jetzt was das, ne, mit der Vogelscheuche durchs Fenster? Schau jetzt durch jedes Fenster, weil ich eben schauen mag, ob die Vogelscheuche da ist. Ich habe vorhin nie auf die Fenster geachtet. Ja, komm, ich schaue jetzt einmal raus. Oh. Zur Vogelscheuche. Oh Mann, es gewittert wieder. Bist du deppert? Nein, du bist nicht deppert. Wenn, dann bin's ich. Beziehungsweise, ich lass mich deppert machen. Ich bin auch nicht deppert. Was rede ich? Ich bin nicht deppert. Boah, jetzt habe ich echt oft das Wort deppert verwendet. Ich bin jetzt einfach mal leise. Und wir genießen diese... Ach du Scheiße. Oh Gott! Oh Mann. Das Spiel wird immer härter, Leute. Ich sag's euch, es wird immer härter. Was war das jetzt für Geräusche? Nicht so laut, bitte, Mann. Okay, ich hab die Vogelscheuche schon gesehen. Ich wollte jetzt vorhin gerade sagen, jetzt genießen wir mal die tolle Atmosphäre. Und in dem Moment hört man da so grausiges Kinder... Geschreie oder Gelächter. Bin mir nicht sicher, was das war. Ich hab die im Blick, Freundchen. Ich komme da nicht weiter. Liegt da irgendwas? Da liegt nichts. Da haben wir schon mal einen Schlüssel geholt, glaube ich. Boah, es ist so anstrengend gerade. Okay. Ui, ich muss mich kurz entspannen. Oh, ich tue gerade mein Ding zusammen. Jetzt kriege ich schon viel Kopf. Das ist bei mir immer ganz, ganz blöd. Soll ich da mal hingehen? Nein, ich mag nicht hingehen. Aber ich glaube, früher oder später muss ich. Liegt bei dir irgendwas? Oh Gott, ich kann da nicht hinschauen, Alter. Der ist so unheimlich. Irgendwann. Das ist so laut, das ist so laut. Irgendwann wird bei Erma was liegen. Unsere Taschenlampe ist.
Ich mag rein. Bitte lass mich rein. Lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein! Mei. Leute, was muss ich da? Wo muss ich hin? Wo war denn die zweite Küche? Kann man das von euch wer sagen? Ich schau jetzt einfach mal. Oh! Da ist die zweite Küche! Ich bin da! Ich geh jetzt einfach mal rein. Hallo! Mann, ich meine jetzt immer, dass beim Fenster wer steht. Das ist voll doof. Soll ich meinen Kühlschrank aufmachen? Ich mache meinen Kühlschrank auf. Gott, da ist nichts drin. Ja, ich gehe wieder raus. Achtung, geh raus. Okay, ich bin draußen, ich bin draußen, ich bin draußen, ich bin draußen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber, also mit der Vogelscheuche, ja, das ist ja jetzt so, dass die uns mal besuchen wird, durchs Fenster. Also, das steht ja schon fest, oder? Ich meine, das ist ganz klar. Ich sehe nichts, es ist so finster. Also nicht finster, aber es spiegelt mich da. Warte mal. Ich habe gerade mein kleines Lichtlein da drüben ein bisschen entfernt. Ah, oh, scheiße. Das Blumenzimmer. Da haben wir die Tür ja auch noch gar nicht. Ich sollte nochmal ins Jagdzimmer gehen. Irgendwas war da eben im Licht der Blitze auf dem Boden zu sehen. Jagdzimmer? Was ist denn bitte ein Jagdzimmer? Oh, mein Nasen rinnt schon wieder. Immer wenn ich Pineview Drive aufnehme, rinnt mein Nasen. Ich weiß es nicht. Jagdzimmer? Hä? Was ist denn bitte ein Jagdzimmer? Ist das Jagdzimmer? Ich glaube, das ist eins von den alten Räumen. Kann das sein? Telefon! Okay, ist das Fernsehzimmer. Oh, Alter, ich hasse dich! Jetzt huckt er wieder da! Bitte, lieber Clown. Tu mir nix. Moment. Jetzt nicht der Ernst, oder? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Komm doch von da grad. Find jetzt da rein. Ach, ist doch scheiße sowas. Alter Linda, Linda, wo führst du mich hin?
Nein, ich will da nicht hin. Ich will da wirklich nicht hin. Was soll ich da überhaupt? Da hinten ist ein Schlüssel oder was? Na gut, ich geh doch dahin. Danke. Oh, shit. Ah. Oh, Scheiße. Oh nein, 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 es passiert noch was, Leute. Es passiert noch was, ich weiß ganz genau. Achtung! Oh, hier hätten wir jetzt eigentlich auch das Zylinder da steht. Okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Danke, Linda, für den Schlüssel. Ich bedanke mich recht herzlich. Entschuldige, meine Nosen. Und ich merke schon, ich kann mich nicht konzentrieren. Die ist verschlossen. Mach jetzt da die Tür auf. Nein, mach ich nicht auf, weil sie geht nicht auf. Ich schau nicht weg, Leute. Kennst du mich nicht? Alter, ich. Sie ist da gestanden, verdammt. Mann, Linda, lass den Kack. Ich finde das wirklich nicht lustig. Das Licht geht auch nicht. Ich führe mal noch. Da ist eine Truhe. Ich bin so gewohnt von meinen Spielen, dass ich mir Truhen, wenn ich eine Truhe sehe, kann ich die ja looten. Warum kann ich diese Truhe nicht looten? Und da hat dann gern irgend so besondere Ausrüstung. Wo ist er da? Was denn? Gib mir einfach einen Schlüssel. Schlüssel. Ich komm nicht dran, Leute. Ich komm nicht dran. Panik macht sich breit. Ich hab'n. Da drüben schon die Notiz. Da ist die Notiz. Ich probiere aber die Tür vorher, oder? Der Schlüssel passt sogar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das... Toll. Das bringt mir ja gerade überhaupt gar nichts. Das ist jetzt nur so ein Rundgang. Wir lesen einfach den Brief und sind glücklich, dass ein weiterer Tag im Pineview Drive vorbei ist. Gestern Nacht fing die alte Spieluhr von alleine an zu spielen. Ich versuchte sie abzustellen, aber es ging nicht. Sie spielte einfach immer weiter. Und mit Spieluhr ist diese Spieluhr da bei mir im Zimmer gerade gemeint. Was hat es mit dieser Spieluhr auf sich? Vielleicht werden wir das sogar nächste Folge erfahren in Pineview Drive. Bis dahin, liebe Leute, steht's mal bei. Ciao.